Hallo, mein Name ist Patrick und ich möchte euch heute zeigen, wie man das Steiner Micro Pistol Sight auf einer Pistole montiert. Wir haben dazu beispielhaft eine Beretta APX. Die Pistole ist soweit sicher, kein Magazin der Pistole. Die Kammer ist geöffnet und somit können wir so mit der Pistole arbeiten. Zunächst einmal brauchen wir natürlich eine Pistole, die auf dem Schlitten eine dementsprechende Öffnung für die Montage eines Red Dot Sights verfügt. Das ist hier der Fall. Hier haben wir jetzt die pistoleneigene Montageplatte drauf, die das Ganze in der Bauweise sehr niedrig macht. Sollte man für seine eigene Pistole keine passende Montageplatte finden, gibt es noch eine Montageplatte für Doctor Sight Systeme, die entsprechenden Schrauben dafür, also auch zwei verschiedene Schraubenlängen und das Werkzeugtool, mit dem man das MPS an der Montageplatte der entsprechenden befestigen kann. Weiter gibt es noch eine Platte bei den meisten Pistolen, die quasi diesen Slot auf dem Schlitten verdeckt, wenn man kein Red Dot Sight verwendet. So, zum Montieren von dem Steiner MPS setzen wir dieses einfach auf die schon befestigte Montageplatte drauf und können das MPS jetzt über diese Schraube hier auf der Waffe befestigen. So, jetzt ist das Steiner MPS auf der Waffe befestigt und wir können jetzt mit dem Einschießen der Pistole beginnen.